Hightech. Ich bin euer Anubis und wir haben hier den, am besten stellst du dich mal selber vor. Klar, mein Name ist Marcel Hertam, ich bin Online-Marketing-Manager bei Crytek. Eigentlich für die CryEngine, aber ich würde euch jetzt gerne hier Warface zeigen. Das ist cool. Okay, dann zeigt uns am besten mal, was macht Warface denn so besonders? Okay, also Warface ist der erste Free-to-Play Online-Multiplayer-Shooter von Crytek. Wir haben bisher ja hauptsächlich Box-AAA-Spiele gemacht, sowas wie Crysis für EA. Wir machen jetzt Rise als Xbox One-Launch-Title für Microsoft. Und hier machen wir jetzt eben das erste Mal ein Free-to-Play-Spiel. Es ist auch das erste Mal, dass wir selber als Publisher auftreten werden. Warface wird im Westen, also in Nordamerika und Europa, von Crytek selber gepublished über unsere GeFace-Plattform. GeFace kann ich euch auch gerne schnell zeigen. Ist unsere neue Social-Gaming-Plattform für eben Hardcore-Spieler. Und das, der Plan dahinter ist, dass in Zukunft, wenn Warface erfolgreich ist, dass wir auch weitere Free-to-Play-Spiele veröffentlichen wollen. Und es soll dann folgendermaßen laufen, dass ihr quasi so ein bisschen wie Gaming in Korea funktioniert. Also dass man so in Korea ist ja so, dass die Leute gemeinsam ins Netzcafé gehen und dann eben ein Spiel ein paar Runden spielen und dann gemeinsam das nächste Spiel spielen. Und so wollen wir das auch mit GeFace machen. Also quasi, du lädst deine Freunde ein, ihr könnt zum Beispiel eine Runde Warface spielen, ja. Und dann zum Beispiel, wenn wir in Zukunft weitere Titel haben, könnt ihr sagen, wir machen eine Runde gemeinsam Warface und dann in der Zukunft spielen wir eben, okay, jetzt habe ich gerade mal Warface gespielt, jetzt spielen wir eben vielleicht ein anderes Spiel. Eben, dass immer alles zusammen bleibt, alles wird Free-to-Play sein, also dass nicht dieses Problem auftritt von wegen, spielen wir eine Runde, keine Ahnung, irgendein anderes Spiel und so, ach nee, habe ich mir nicht gekauft, muss ich aussetzen. Sonst wird alles Free-to-Play sein, immer gemeinsam spielen, immer sozial. Deswegen auch GeFace, das ist uns sehr wichtig, Face, also dieses wirklich mit deinen Freunden zusammen sozial. Und es ist auch ein Fokus bei Warface. Wir haben natürlich einen Versus-Modus, das heißt Team Deathmatch, Deathmatch, Plant the Bomb. Aber worauf wir auch sehr viel Wert legen, ist ein Koop-Modus. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Koop-Missionen, große Auswahl für 5 Spieler immer. Die Story von Warface ist, Warface spielt in naher Zukunft, so circa 10 Jahre. Es gibt 2 Fraktionen, die Welt ist in der Energie- und Wirtschaftskrise, was man sich sehr gut vorstellen kann, weil es gar nicht so weit hergeholt ist. Es gibt ein Industriekonglomerat / private Söldnerarmee namens Blackwood. Die versuchen eben alle Energiereserven der Welt an sich zu reißen. Und als Spieler ist man Teil einer Elite-Söldnertruppe namens Warface, die eben gegen Blackwood kämpft. Ich werde euch jetzt gleich mal schnell ein bisschen in den Menüs zeigen, unser Progression System. Also wir haben 4 verschiedene Klassen im Spiel. Wir haben den Rifleman, der so der klassische Soldat / Anführer ist. Ich kann es euch hier schnell zeigen. Ja, da habe ich aber schnell noch zwischendurch eine Frage. Warum entwickelt ihr erst jetzt Free-to-Play-Spiele, statt wie viele andere Publisher schon letztes Jahr damit begonnen haben? Warface ist seit... Also die Idee zu Warface kam Crytek 2008, weil damals Shevardnadze, unser Firmengründer, war in Korea und er hat dort das einfach mal gesehen, so diese Social-Gaming-Komponente, wie die Leute gemeinsam in... gemeinsam in Netzcafés sind und wirklich eben dieses, wir gehen da gemeinsam hin, wir spielen verschiedene Spiele gemeinsam, das hat ihn fasziniert. Die Idee kam uns 2008, aber weil wir eben, das ist was Neues für uns, ja. Crytek ist durch eine große Wachstumsphase gegangen, wir haben inzwischen 9 Studios weltweit. Und ja, das Spiel ist eine ganze Weile in Entwicklung, es läuft schon sehr erfolgreich seit einem Jahr in Russland. Es ist schon, man kann es so spielen in Brasilien, in Korea, in China, weil wir dort mit Partnern zusammenarbeiten. Also in Russland zum Beispiel mit Mail.ru. Und eben jetzt im Westen wollen wir selber diesen Schritt machen, Publisher zu werden. Was natürlich auch ein Lernprozess ist. Das heißt, dass wir selbst jetzt unser Publishing-Team aufbauen, eben alles, was dazugehört. Was jetzt vielleicht in der Vergangenheit für Crysis oder so unsere Partner wie EA für uns gemacht haben, machen wir jetzt selber. Das ist ein Lernprozess für uns, deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Okay. Was unterscheidet denn Warface von Gameplay, von der Engine her, von den Maps gegenüber seinen großen Konkurrenten wie Battlefield, Dust 514 oder Call of Duty? Was uns eben sehr wichtig ist, ist ein Free-to-Play-Spieler. Wir wollen eben nicht bei der Qualität irgendwie Kompromisse eingehen. Also wenn man schaut, Crysis oder so, Crytek steht ja immer für wirklich AAA, extrem hohe Qualität. Warface läuft natürlich wie alle unsere Spiele auf unserer eigenen CryEngine. Wir versuchen auch im Free-to-Play-Segment ein extrem attraktives, gut aussehendes Spiel zu bieten. Es hat sehr geringe Systemanforderungen auch, also man muss natürlich im Free-to-Play möglichst viele Leute immer erreichen. Das heißt, ich glaube, unsere Systemanforderungen zum Beispiel an die GPU ist eine GeForce 8800, was jetzt glaube ich 5 Jahre alt ist, also sehr, sehr niedrig. Aber natürlich auch, wer einen entsprechenden PC hat,
dass wir natürlich auch hochschrauben können und richtig schönes Free-to-Play-Spiel sehen können. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Also für euch, die jetzt einen älteren PC haben und nicht das Geld für den neuesten PC haben, ihr könnt auch Warface spielen. Also ladet euch auf jeden Fall das Spiel runter. Es sieht sehr gut aus. Unsere Kamera hat nebenbei natürlich gerade ein paar Bilder eingefangen. Okay, du wolltest uns jetzt noch ein bisschen was zu den Menüs zeigen und zum Spiel. Genau, wir haben vier Klassen im Spiel. Als erstes haben wir hier den Rifleman. Der ist so der klassische Soldatanführer, das heißt, er benutzt Sturmgewehre, leichtes Maschinengewehr. Uns ist aber sehr wichtig, dass die Klassen nicht nur auf die Waffen beschränkt werden. Also ich sage nicht, ich möchte der Rifleman sein, weil ich, keine Ahnung, Sturmgewehre mag, sondern sie sollen auch alle noch eine Funktion haben, die eben diesen Teamplay, dieses Teamplay-Gefühl fördert, weil uns das sehr, sehr wichtig ist für den Koop-Modus. Das heißt, der Rifleman kann sich selbst und seine Teammitglieder mit Munition versorgen. Das sieht man dann im Spiel, wenn beim Teammitglied die Munition knapp wird, taucht ihm im Kopf so ein gelbes Icon auf, was mir als Rifleman dann sagt, oh, er braucht neue Munition, ich sollte ihm helfen. Als nächstes kommt dann der Medic, der natürlich Lebensenergie, also Health, auffüllen kann. Er kann auch Leute, die getötet wurden, mit dem Defibrillator wiederbeleben. Als Waffe nutzt er die Shotgun, also ist mehr jetzt nicht so die Hauptkampfeinheit, aber im Nahkampf natürlich mit Shotgun auch extrem stark. Dann haben wir den Engineer. Es gibt in Warface nicht nur Health, sondern wir haben auch noch Rüstung, die Figuren, die Charaktere haben. Und er kann die Rüstung von sich selbst und seinen Teammitgliedern wieder reparieren. Also seine Funktion. Er kann dazu auch noch Claymore-Sprengladungen platzieren. Das ist natürlich immer ein Klassiker. Ja, im PvP-Modus. Irgendwo hinter einer Ecke stelle ich meine Claymore hin, bin am anderen Ende der Map und auf einmal mache ich zwei Kills, weil jemand reingegangen ist. Ja. Immer wieder witzig. Und schließlich haben wir als vierte Klasse noch den Sniper. Den Scharfschütze, er ist die einzige Ausnahme, wie ja, keine Regel ohne Ausnahme. Er hat keine weiteren Funktionen wie Munition oder Health, er ist einfach nur der Sniper, aber natürlich extrem stark auf Entfernungen als Backup, wenn das Team in Nahkampf geht, hinten den Sniper zu haben. Sehr gut, vor allem wir haben in unseren Koop-Missionen zum Beispiel auch Bossgegner, also wir haben Gegner, wo man gegen riesige Mechs kämpft. Und gerade bei sowas ist es extrem gut, wenn irgendwo im Hintergrund der Sniper wartet. Okay, kann man sich denn auch Sachen kaufen, also ist das ein Pay-to- Gibt es eine Möglichkeit auf Pay to Win oder ist das rein das Free to Play, dass jeder dasselbe hat? Nein, es ist uns sehr wichtig, dass es kein Pay to Win Spiel ist, sondern wirklich Free to Play. Alle Waffen, die es hier gibt, kann man sich im Spiel verdienen. Man sieht es hier unten, die Währung, die Dollar ist die Ingame-Währung, also jede Mission, die ich erfülle, jedes Multiplayer-Spiel, das ich mache, bekomme ich zum einen Experience-Punkte, die mein Charakter eben sich verbessert. Ich bekomme aber auch diese Dollar, mit denen ich neue Waffen kaufen kann. Man kann auch Waffen, wenn man ungeduldig ist. Zum Beispiel ich, meine Lieblingswaffe in den meisten Spielen ist ein G36. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ungeduldig, ich will jetzt unbedingt mein G36 haben, dann kann ich mir das auch mit den Coins hier und die Premium-Währung kaufen für echtes Geld. Was uns aber wichtig ist, die besten Waffen im Spiel kann man sich nicht für Geld kaufen. Sondern es ist eine dritte Währung, die Kronen, und die bekommen nur wirklich gute Spieler. Also uns ist es wichtig, wir sagen, Skill beats Money. Das Wichtigste ist, ein guter Spieler zu sein. Zum Beispiel als Beispiel haben wir im Koop-Modus so tägliche Missionen. So ein bisschen wie in MMO-Spielen, so die Daily Quests. Ja. Haben wir tägliche Missionen. Wenn man diese Mission erfolgreich abschließt und am Ende des Tages einer der Top 10.000 Spieler ist nach Score. Also wir haben eben auch Score, wenn man coole Aktionen bringt. Zum Beispiel haben wir den Slide-Move, wenn ich über den Boden slide und dabei zwei Headshots gebe, kriege ich sehr viele Bonuspunkte. Wer am Ende des Tages in Top 10.000 ist zum Beispiel, bekommt solche Kronen. Und so ist also dieses System, dass die besten Waffen nur, man bekommt, wenn man ein guter Spieler ist. Ja, man kann sich für echtes Geld kaufen, also es ist nicht Pay to Win. Wir wollen das Skill, das entscheidend ist am Ende. Okay, das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Crytek ist natürlich jetzt auch auf noch den Konsolenplattformen stark vertreten. Wird denn darüber nachgedacht, mit The Next Generation Konsolen einen Konsolenableger herauszubringen? Wir sagen immer niemals nie, wir fokussieren uns gerade auf den PC. Wir sind jetzt wieder seit Mittwoch in der Closed Beta in Europa, für die man sich auch hier auf der Gamescom anmelden kann. Ob dann vielleicht irgendwann mal Konsolenversion der Zukunft, man weiß es nicht, aber wir wollen es jetzt nicht ausschließen, aber gerade ist der PC. Das Spiel sieht graflich sehr gut aus, es scheint eine Menge Spaß zu machen. Der Stand ist auf jeden Fall schon den ganzen Tag stark besucht. Wann könnten denn die Spieler an sich im Forum noch, bevor das Spiel offiziell herauskommt, im Forum erfahren, wann ein grober Termin denn da wäre? Wir können nichts versprechen, aber wir würden uns wünschen und hoffen noch dieses Jahr.
gibt es dann in der Community für die Spieler an sich ein bisschen Entscheidungsfreiheit, wenn sie Fehler entdecken oder so, dass das noch vor Beginn gepatcht wird? Natürlich, es ist uns sehr wichtig, Feedback. Wir waren ja Anfang des Jahres schon mal in der Closed-Beta-Phase und haben die dann nach einer gewissen Zeit geschlossen, weil wir gesagt haben, wir haben unheimlich viel Feedback bekommen, ja, was jetzt auch direkt in die neue Version einfließt. Und so wollen wir es natürlich auch in Zukunft machen. Ja, ein Free-to-Play-Spiel ist ja immer kein eigentliches Produkt, sondern mehr ein Service. Und es ist ja wichtig, ja, die Leute bezahlen ja nur was, solange das Spiel ihnen gefällt. Und deshalb ist es auch für uns sehr wichtig, immer das Feedback umzusetzen, zu sehen, was die Leute wollen, ihnen mehr davon zu geben. Okay, dann bedanke ich mich. Gut, das war Warface. Wir können uns auf ein tolles Spiel freuen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich sag dann mal bis später. Ciao.